Hey, hallo und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe der Morgenshow ohne Namen mit mir, Karin West. Hi. Heute geht es mir um ein Thema, das ich extrem wichtig finde, nämlich wie du deinen eigenen Erfolg akzeptieren kannst und wie du für dich selbst zulassen kannst, was tatsächlich in dir steckt und wie dein eigener Erfolg tatsächlich aussieht und wie du zulassen kannst, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Way back, 2007 war es, war ich im Herbst bei einer Psychologin, weil ich meinen eigenen Weg nicht mehr gesehen habe. Ich war einfach auf der Suche nach meinem roten Faden. Und ich war so ein typischer Jobhopper von einem Job zum anderen, um zu schauen, was ist denn wirklich meins? Und sobald ich in dem Job eingearbeitet war, ging es mir dann darum, so okay, cool, jetzt habe ich da alles gelernt, was ich irgendwie lernen kann. Was kommt jetzt? Ich war immer so auf der Suche nach, was kommt jetzt? Was ist das Nächste? Und bei dieser Psychologin ging es dann unter anderem darum, eben so meinen Perfect Day das erste Mal darzustellen und zu realisieren und zu sehen. Und was ganz klar dabei rauskam, ist, dass ich ja selbstständig bin. Das war ja immer so dieser Weg. Das war das, wo ich auch wirklich hin wollte. Das war das, was ich machen wollte. Aber dass ich Wissen weitergebe. Und ich saß dann dort und auch tagelang danach und wochenlang danach und dachte, was für Wissen, meine Güte, was weiß ich schon? Ja, was ist das, was ich weiß, was ich weitergeben könnte? Und es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass ohne dies schon alles da ist. Dass ohne dies, das, was mir diese Psychologin hier auch erzählt hat, dass es das ist, was ich sowieso schon ohne dies seit Jahren, seit jeher immer gemacht habe. Und ich kann mich zurückerinnern, bis ich war irgendwie so 15, 16 Jahre, da hat das Ganze begonnen, dass Menschen zu mir kamen und sagen, oh, ich habe eine Idee und wow, und ich möchte gerne und es wäre so toll, wenn, oder ich möchte diesen Job oder ich möchte das umsetzen oder ich möchte irgendetwas erreichen. Und was für mich immer sofort klar war, was für mich so leicht war aufzuzeigen, war der Weg, wie das funktionieren kann. Ich war immer gut darin, sofort durch all das Gestrüpp, durch all das Chaos, das da ist, durch all die vielleicht auch zigtausend Fragen, die da sind, das Wesentliche zu sehen und den Weg zu sehen, immer wieder so diesen Pfad zu erkennen und sagen, hey du, ist ganz easy, dann machst du das und wow, und dann bist du dort, ja. Und wie gesagt, es hat dennoch auch so lange gedauert, um zu verstehen, dass das ist, was ich richtig, richtig gut kann, dass das ist, was einfach auch meinen Erfolg ausmacht, anderen zu zeigen, was möglich ist und mit meinem eigenen Business auch dir vorzuleben und vorzuzeigen, was möglich ist, wenn du die Dinge umsetzt, was du auch finanziell erreichen kannst, wenn du einfach dran bleibst, was du dir eben auch finanziell ermöglichen und verwirklichen kannst, wenn du die Dinge umsetzt und ja, gerade dann, wenn du dein eigenes Business hast. Ich habe auch als Angestellte, als Managerin schon nicht schlecht verdient in meinen letzten Jobs und es waren richtig tolle Jahresgehälter. Aber das, was diesen Schub gebracht hat und was diese Freiheit gebracht hat, war einfach für mich zu realisieren, das, was für die anderen so viel mehr noch geht und was ich ihnen zeigen kann, das geht für mich natürlich auch. Und mittlerweile bin ich für mich auch in dieser Rolle, dass ich verstanden habe, dass es auch darum geht, dir vorzuleben, nicht nur zu zeigen, was für dich geht, sondern dir auch vorzuleben, was möglich ist, wenn du dein eigenes Ding machst und wenn du dein eigenes Business hast. Und wenn du eben für dich selber dein Mindset so auf die Reihe kriegst, dass du sagst, okay, ja, wow, und jetzt ziehe ich das durch. Weil es geht letztendlich ja nicht immer nur um das, was du persönlich willst, als Mensch, als Person, als Individuum, sondern es geht eben auch darum zu sehen, auf der einen Seite, das, was du machst, was bringt es dir, aber eben auch immer zu sehen, was bringt es den anderen. Und so ist für mich ganz klar, wenn ich für dich als Role Model vorangehe, wenn ich für dich als Leader vorangehe und wenn ich dir zeige, was tatsächlich möglich ist, ist es für dich so viel einfacher, das auch wirklich zu sehen, diese Methoden zu übernehmen und auch für dich zu realisieren. Okay, ja, wow, das, was die kann, das kann ich auch. Und damit geht es nicht nur um meinen eigenen Erfolg, sondern es geht um deinen Erfolg und dir dabei zu helfen. Weil für mich auch ganz klar ist, je zufriedener jeder Einzelne von uns ist, weil wir mehr Dinge erreichen von dem, was wir wirklich wollen, wo wir tatsächlich hin möchten, desto noch einen besseren Umgang haben wir alle miteinander. Denn
wie bist du denn drauf, wenn du nicht gut drauf bist, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hättest, ja? Und andererseits, wenn du aber total zufrieden bist, dann haben wir auch einen anderen Umgang mit anderen Menschen, dann haben wir eine andere Ausstrahlung, wir haben eine andere Attitude, wir geben mehr, wir sind großzügiger, wir sind freundlicher, wir sind besser gelaunt, wir haben viel mehr Power in uns, mit der wir etwas bewegen und umsetzen können. Und genau das ist es auch bei dir. Und so wie es sich durch mein Leben gezogen hat und bis ich eben bis 2007 bei diesem Gespräch, bei dieser Psychologin, dann noch etliche Jahre, nämlich bis 2013 brauchte, um zu sagen, so okay, jetzt bin ich soweit, jetzt mache ich echt mein Ding, jetzt gehe ich hier wirklich voran, jetzt traue ich mich auch, die Dinge umzusetzen. Das, was mir klar wurde, ist, dass bis dahin schon alles da war. Alles in meinem Leben hat immer darauf abgezielt. Alle Zeichen waren immer da. Ich hatte die Jobs nicht umsonst, ja, also ich habe aus allem etwas mitgelernt. Ich hatte in meinen Chefs, in meinen Vorgesetzten ganz großartige Mentoren, von denen ich unglaublich viel gelernt habe, weil ich das immer schon aufgezogen habe, weil ich das immer schon aufgesogen habe, dieses Wissen und diese, diesen Umgang, wie man eben auch ein erfolgreicher Unternehmer ist, wie man als Mensch eben auch erfolgreich wird. Und so sind auch all diese Dinge bei dir da, ob das eine total zerstörerische Beziehung ist, aus der du ausgebrochen bist, ob das ein Gesundheitsthema ist, das du für dich umgedreht hast, ob es ganz andere Dinge sind, die immer wieder in deinem Leben aufgetaucht sind, die du aber auf bestimmte Art und Weise handelst, weil du einfach einen besonderen Zugang hast damit. Und da geht es nicht nur darum, dass du dein eigenes Leben veränderst und dass du für dich die Dinge auf die Reihe bekommst, sondern dass du damit eben auch etwas weitergeben kannst. Ich finde, wir sind alle auf dieser Welt, um das, was wir gelernt haben, um das, was wir können, mit anderen zu teilen. In den Schulen ist es quasi die Grundvoraussetzung. Es geht darum, Wissen zu teilen. Und auf dem Niveau, auf dem du und ich aber sind, wir können auf ganz anderen Ebenen unser Wissen teilen. Wir können auf ganz anderen Ebenen unser Know-how weitergeben. Und hier präsent sein und hier aktiv sein und hier etwas nachhaltig bewirken in dieser Welt. Wie gesagt, es sind alle Zeichen da und ich weiß, dass du in dir auch wirklich alles hast, um genau das auch umzusetzen. Und wenn du für dich in deinem Business gerade auch einem merkst, so, oh, das funktioniert irgendwie nicht und ich mache nicht so viel Umsatz, wie ich gerne möchte und es läuft nicht so, wie ich will, dann setz dich auch wirklich hin und frag dich ganz konkret, okay, was konkret funktioniert nicht, was definitiv funktioniert nicht, was ist das eine Ding, das nicht hinhaut? Und dann geh los und finde raus, wie du das fixen kannst, wie du das reparieren kannst, wie du das wieder auf die Reihe kriegst. Denn nur warten und zusehen, dass die Dinge anders werden, no baby, das funktioniert einfach nicht. Sondern es ist immer wieder in deiner Verantwortung, hier hinzugehen und hinzuschauen, okay, gut, das funktioniert nicht. Beispielsweise, meine Reichweite funktioniert nicht oder meine Kunden haben keine Ergebnisse. Ich weiß, dass das System für mich funktioniert, aber meine Kunden haben keine Ergebnisse. Oder ich bin einfach nicht gut im Verkauf. Ich schaff's nicht, meine Angebote entsprechend zu positionieren. Ich schaff's nicht, mich entsprechend zu positionieren. Vielleicht ist es auch ein Thema von, ich bin zu schüchtern, ich bin zu introvertiert, ich kann das nicht oder ich kann das nicht. Oder ich weiß einfach nicht, wie XY funktioniert. Wenn dein Business nicht so läuft, wie du es gerne möchtest, dann finde das raus. Mindset matters most. Es ist deine Einstellung. Es kommt immer wieder darauf an, ob du in deinem Business für dich die richtigen Fragen stellst. Und wenn du das hast, wenn du weißt, was es ist, entweder such dir einen Coach, such dir einen Mentor, such dir einen Mastermind, mit der du das aufarbeiten kannst. Du musst nicht immer alles selbst machen. Wie gesagt, es gibt so viele Menschen da draußen, die bereit sind, ihr eigenes Wissen, ihr Know-how weiterzugeben, so wie ich eben auch bereit bin, es weiterzugeben an meine Kunden, an meine Mastermind, an meine Tribe, an meine Community, mit dieser Morgenshow eben auch einfach an dich, Informationen, Know-how, Wissen, Erfahrungen weiterzugeben. Es sind Menschen da, die dich unterstützen können, dass du diesen Weg einfach schneller und einfacher gehen kannst. Und das ist das, was letztendlich auch zählt. Wir haben so wenig Zeit hier, dass es wirklich wertvoll und wichtig ist, das zu schätzen und das Ding eben auch wirklich umzusetzen. Und für dich, wenn du verstanden hast, dass es eben, wie gesagt, nicht nur um dich selbst geht, sondern um dieses Größere dahinter geht, dann bist du eben auch bereit, hier einfach so die nächste Stufe auch zu gehen. Und dann bist du eben auch bereit, diesen Erfolg dafür oder dazu auch zuzulassen. Denn
für mich ist es so, dass ich der Überzeugung bin, dass wir alle diese eine Aufgabe haben, dass wir alle aus einem bestimmten Grund hier sind. Und es ist nicht, um einfach jeden Tag nur von Netflix und Amazon zu sitzen und schöne Abdrücke auf der Couch von unserem Hintern zu hinterlassen, sondern dass wir eben wirklich etwas bewegen. Und wenn du das mal für dich verinnerlicht hast und wenn du das für dich verstanden hast, dann geht es gar nicht anders, als diesen Erfolg auch wirklich zuzulassen und diesen Erfolg auch einfach zu akzeptieren und zu akzeptieren, was du damit auch wirklich erreichen kannst. Weil es, wie gesagt, eben nicht nur darum geht, hier ein Business aufzubauen, um damit Umsatz zu machen und damit Geld zu machen, sondern wirklich zu schauen, was das andere dahinter ist. Und so wie es für mich klar ist, dass ich dafür da bin, um dir zu zeigen, was alles möglich ist, um dir zu zeigen, was du alles erreichen kannst, wenn du das machst. Und ja, selbst auch wenn du, so wie ich, alleinerziehend bist und wenn du eine Tochter hast oder wenn du 43 bist oder wenn du 27 bist oder ganz egal, was deine Umstände aktuell jetzt auch gerade sind, dass du sagst, okay, das ist das, was ich machen kann. Das ist das, was ich schaffen kann. Das ist das, was ich erreichen kann. Und so wie ich es dir einfach immer wieder jeden Tag vorleben werde und vorzeigen werde, was möglich ist, um dich in dieses Dream Big auch wirklich reinzubringen, um dir zu zeigen, dass du verstehst, dass selbst das, was du heute noch lebst und das, was du heute denkst, noch immer im Mittelmaß ist und noch überhaupt nicht aus deiner Komfortzone heraus ist, ja? Und dass du noch immer auf total safe spielst und safe unterwegs bist und dir gar nicht zutraust, richtig verrückt groß zu träumen. Für dich und für dein Umfeld und für deine Familie und für das, was du tatsächlich bewirken kannst. Das ist das, was ich dir immer wieder vorleben werde. Durch meinen eigenen Erfolg, durch das, was ich erreiche, durch das, was ich schaffe, durch das, wie ich präsent bin einfach auch für dich, um dir zu zeigen, okay, wow, das ist das, wo du hingehen kannst. Das ist das, was du für dich einfach auch schaffen kannst. Und das ist genau das, wo es dich hinbringen kann. Ganz ehrlich, ich bin ein mega introvertierter Mensch. Stell mich in einen Raum mit ein paar Menschen, die ich nicht kenne, und ich werde dort nicht auffallen. Was ich aber kann, ist einfach umswitchen in dem Moment, wo ich für dich präsent bin. Nicht für irgendjemanden da draußen, sondern wo ich für dich präsent bin. Da kann ich da sein, da kann ich am Punkt sein, da kann ich voll in meine Energie und in meine Power gehen, um dich zu pushen, um dich dazu zu motivieren, dass du den nächsten Schritt machst, dich dazu zu motivieren, dass du dir zutraust, dass du das eben auch machen kannst. Und das sind genau diese Dinge und diese Eigenschaften, die du auch in dir drinnen hast. Also es interessieren mich deine Ausreden nicht. Also ich bin introvertiert und ich bin zu schüchtern und ich kann von Menschen nicht reden und ich weiß nicht, wie das geht und ich weiß nicht, wie das funktioniert und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ganz ehrlich, komm da drüber hinweg, geh den nächsten Schritt, trau es dir zu und wenn du brauchst, dann such dir jemanden, der dich begleitet, dann such dir Hilfe. Aber wenn du spürst, da ist etwas in dir, das brennt und wenn du merkst, da ist etwas in dir, das sowieso aus allen Ecken und Enden auf dich zukommt, weil alle Zeichen dafür da sind, dass das deine Message ist, dass das deine Aufgabe ist, dann geh hin und setz das Ding um und schieb deine Ausreden auf die Seite, weil es geht eben nicht nur um dich persönlich, ja? Es geht nicht nur um dein Ego, das da mal kurzfristig ausflippt, sondern es geht darum, was du im Außen damit bewirken kannst, was du im Außen damit umsetzen und realisieren kannst. Und die Moral quasi von dieser Morgenshow mit mir ist im Endeffekt einfach, dass du nicht darauf wartest, dass der perfekte Zeitpunkt kommt, dass du nicht darauf wartest, bis du die perfekte Strategie hast, dass du nicht darauf wartest, bis irgendetwas perfekt ist oder scheinbar gerade passt für dich, sondern dass du einfach hergehst und jetzt den nächsten Schritt machst, dass du einfach auf diese Zeichen schaust, dass du schaust, was ist schon längst da, was poppt immer wieder in deinem Leben auf und dass du hier für dich das auch einfach zulässt, dass das ist, wo es für dich hingeht. Und dass du im Endeffekt auch verstehst, dass es nichts gibt, was du dagegen tun kannst, ja, als es einfach zuzulassen. Weil das Leben längst für dich bestimmt hat, wo es für dich hingeht und wie sehr du das auslebst, wie sehr du hier auch auf deine Aufgabe vertraust und wie sehr du für dich auch in diese Power und in diese Energie gehst, das liegt einzig und allein an dir. Und das weiß ich, das kannst du, das weiß ich, das schaffst du, das weiß ich einfach, dass du all das in dir hast, diese Kraft, diese Energie, die Inspiration und ja, auch den Mut, um all das umzusetzen.
weil du verinnerlicht hast, dass dein Erfolg eben immer wieder eine bewusste Entscheidung ist. Also wehr dich nicht dagegen, nimm es einfach an, akzeptiere es für dich selbst und indem, dass du eben auch realisierst und verstehst, was es im Außen für andere bewirkt. Dieses noch Größere dahinter auch tatsächlich zu verstehen. Es geht nicht nur um dich und dein kleines Umfeld, in dem du dich bewegst. Es geht um die Wellen, die du wirklich im Außen auslösen kannst, wo du wirklich nachhaltig Menschenleben verändern kannst. Und ich werde einfach dabei bleiben und dranbleiben, dir weiter vorzuleben und dir zu zeigen, was alles möglich ist für mich, für dich, für alle anderen da draußen. Und du geh raus und mach dein Ding. Dream big and stand out, weil du es wirklich lebst, weil du es umsetzt, weil du es machst. Weil du einfach weißt, dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Wir sehen uns wieder in der nächsten Morgenshow ohne Namen mit mir, Karin Wess. Alles Liebe, bis dahin. Ciao. Bye.